Wir spielen heute Verstecken in einem riesigen Möbelhaus. Let's go! Wie zum Teufel soll ich hier Leute finden? Es ist so riesig hier. Scheiße, ich hab überhaupt nicht. Wie bitte? Wie viel? Verstecken. Ich bin heute der Sucher und wir haben 7 Verstecker. Insgesamt habt ihr 1 Stunde Zeit, die ihr überleben müsst. 15 Minuten zum Verstecken gleich. Das Ganze wird auf 3 Etagen gespielt. Das sind über 40.000 Quadratmeter. Deswegen habe ich später auf jeden Fall noch ein paar Hilfsmittel zur Verfügung. Auf die Plätze, fertig, los. Let's go rein in die Olga. Ich muss der Erste sein, der drin ist. So, ab geht's hier rein. So, ich war da noch nie, deswegen keine Ahnung. Alle am Filmen, wow. Da müssen wir jetzt erstmal warten die ganze Zeit. 15 Minuten ist nicht gerade viel Zeit. Guckt euch mal bitte an, wie das hier aussieht. Ganz kurz für euch. Hier darf man sich verstecken. Hier, hier. Aber hier ist gesperrt. Hier darf man nicht. Also Erdgeschoss, erste und zweite Etage haben wir. Das Ding ist ein bisschen groß hier, ne? Erstmal schauen, wo es dran geht. Bruder, erstmal einkaufen jetzt. Eigentlich war mein Plan, sich einfach ins Bett zu legen. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, sag ich ehrlich. So, ich war noch nie hier. Wo verstecke ich mich? Keine Ahnung. Guck mal, jetzt laufen alle hoch. Ich überlege auch in die zweite zu gehen, weil ich glaube, da wird als letztes gesucht. Wir lassen uns Zeit. Kein Problem. Wird Zeit, sich was zu suchen, Alter. Meine Taktik ist ganz simpel. Der RN, der kommt hier immer 4-5 Mal die Woche hin. Der kennt sich hier sehr gut aus. Ich verfolge den einfach. Guckt euch an, wie groß das ist. Hier muss Holzi gleich überall suchen. Okay, ich bin jetzt in der Polsterwohnabteilung. Ich glaube, hier ist ein guter Call. Hier gibt es so viele Sofas. Wir haben eine fabelhafte Idee. Wir steigen einfach hier auf diese komische Linie drauf. Boah, die planen schon da illegale Sachen auf der ersten Etage. Die gibt dem schon Räuberleiter da nach oben. Ey Jungs, was macht ihr denn da? Das ist doch die Box der Champions, da müsst ihr doch weg von. So, Boris auf der ersten Etage und Mo ist genau auf diesem orangenen Ding drauf. Also ein bisschen cringe ist das schon. Und gerade eben die Leute sehen mich und die denken, das ist so, was das für ein Gestörter, der hier oben auf so einem Ding sitzt hier, ne? Ich bin jetzt 2. Obergeschoss und ich glaube, ich gehe einfach nach ganz hinten durch, irgendwo in irgendeine Ecke. Puh, aber guckt euch bitte an, wie groß das hier ist. Das ist ja anders. Also meine Idee war, unter eines dieser Betten zu gehen. Da wollte ich eigentlich drunter. Der Kasten da drunter wird das nicht aushalten. Und ich befinde mich auf der 2. Etage und höher darf ich leider nicht mehr. Schaut mal, da sitzen die beiden. Da sitzen die beiden und warten. Wir sitzen hier gerade schön in der Sonne. 6 Minuten sind schon rum und Spidey schickt hier ein Video in unsere Gruppe rein. Der soll sich auch eigentlich verstecken. Der hat uns gefilmt. Der filmt uns. Der ist irgendwo da oben. Siehst du den? Nein. Ich auch nicht. Der ist irgendwo da oben. Ich verstecke mich einfach hier im Bücherregal. Das sieht nach 2. Etage aus. Ich würde gleich eh sagen, wir gehen als erstes 2. Etage, weil Erdgeschoss, da wird keiner sein, glaube ich. Oh, das ist schlimm hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll. Also, mein Versteck wird hier sein. Da mach ich richtig bisschen, da geht wirklich pennen da. Ja, mach zu. So, ich bin jetzt komplett hier alleine und ich glaube, Schrank ist keine gute Idee. Da wird der Holz auf jeden Fall immer nachgucken. Hier in so einen Schrank rein, aber das ist dann auch wieder zu einfach, oder? Ich bin auf jeden Fall ganz hinten in der letzten Ecke und ich habe mein Versteck gefunden. Hier werde ich mich drin verstecken. Ab rein hier. Noch 5 Minuten und dann geht's los. Na, so lässt es sich doch leben. Also ich bin jetzt in meinem Versteck hier. Es ist natürlich sehr, sehr unbequem. Nur Gott weiß, warum ich mich hier reingelegt habe. Es sind schon 10 Minuten um und ich habe auf jeden Fall immer noch kein Versteck. Ich laufe immer noch planlos rum. Aber ich habe jetzt gerade von oben was Geiles gespottet. Ich muss mich jetzt aber beeilen. Ich werde jetzt da hinten mich auf der ersten Etage verstecken. Hier gibt es Kleidungsstücke. Ich glaube, man kann sich hier gut verkleiden und dann auf Mannequin machen vielleicht. So, jetzt auf Peaky Blinder Style. Ich glaube, Holzi erkennt mich gleich, glaube ich nicht. Falls Holzi kommt, halte ich das einfach so zu und er denkt, das geht gar nicht auf. Also, Spidey läuft hier auch noch wie Falschgeld rum. Das ist ja ganz anders. Hier. Das ist doch meine Abteilung. Oh, und da ist der Medi. Was weiß ich wohin? Ich auch nicht. Digga, das ist doch geisteskrank. Ich will nicht in irgendeinen scheiß Schrank oder sowas. Ich will hier irgendwo in so ein Babybett, wer, Digga. Wer ist hier drin? Hier? Oh. Ja, komm. Wer will du oder ich? Du. Du hast gewonnen, Bruder. Ja, safe, Digga. Liegst du bequem? Ja, mehr oder weniger. Ach du Schande, Digga. Ich hab gar keinen Platz im Atmen. Ciao. Ey, schreib mir, wenn du stirbst. Okay. Also, ich liege hier jetzt gerade unter so einem Bett. Es ist so eng, guck dir das mal an. Ich kann meinen Bauch nicht zum Atmen hochdrücken. Ich hoffe, niemand springt auf dieses Bett wirklich. Das ist mein Versteck. Da drunter ist Meli. Scheiße, ich hab immer noch nichts. Nur noch 1 Minute.
Ich nehme das mit und die kommt jetzt hier hin. Hier in der Ecke ist so ein kleiner Spalt. Wisst ihr, was das Komischste an der Sache ist? Dass hier Kunden einfach so rumlaufen. Also die Kunden sind im Möbelhaus. Der Mitarbeiter denkt, ich habe einen Schaden. Also der fragt mich die ganze Zeit schon, ob ich Hilfe brauche. Ich sehe auch so aus, als wenn ich Hilfe brauche. Aber er weiß nicht, dass wir hier Verstecken spielen. Okay, ich bin jetzt hier an der Außenwand sozusagen und hoffe einfach, dass sie nicht hier um die Ecke gucken. Ich habe einfach nichts gefunden, sag ich euch. Wie ist es? Ja, guck mal, da habe ich schon mal jemanden gefunden, hör mal. Ich lasse mir gut gehen. Guck mal, da ist der Schrank. Gehst du da rein, ne? Okay. Ja, dann gehe ich mal auf die andere Seite. 15 Minuten hatten die Jungs jetzt Zeit. Deswegen, wir gehen rein und haben jetzt eine Stunde Zeit, um 7 Leute zu finden. Ja, ich glaube, diesmal ist wirklich richtig, richtig schwer, weil es so groß ist. Wir gehen wieder in unseren berühmt-berüchtigen Schrank hier rein. Ciao, Welt. Ja, Achtung, Filmaufnahme. Steht da sogar? Achso, das sind wir. Das sind wir. Ich dachte, das ist nicht erlaubt. Planen rum. Ich bin jetzt nochmal im Aufzug. Ich habe so reingeschissen. Ich hatte viel zu viel Zeit, um mich zu verstecken. Und jetzt habe ich gar kein Versteck gefunden. Keine Ahnung, wo Holz und Tom sind. Sind auf jeden Fall schon los. Ich gehe jetzt wieder zu diesen Kinderbetten. Das ist das Einzige, was ich mache. Also, so sieht das dann aus. Kriege kaum Luft, weil es so eng ist. Also sollte klappen jetzt. So stehe ich hier. Und so kann ich beobachten, ob jemand kommt. Oder warum ist das hier so voll? Erklär mir mal bitte. Es ist so groß und so voll, Junge. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Von oben kann man auch besser sehen, weißt du, wie ich meine? Wie zum Teufel soll ich hier Leute finden? Ja, es ist so groß. Es ist so groß. Und wir spielen über 3 Etagen, Alter. Ich dachte einfach, das wäre der Holz hier. Also, hab ich kurz Schock bekommen. Meli, alles gut? Ja. Okay, mach weiter so. Ich hab keine Ahnung. Selbst Meli fragt sich, warum ich noch nicht versteckt bin. Und wen haben wir denn da? Da rennt der Kollege schon los hier. Ach du Scheiße, ist das groß, Leute. Ich bin so überfordert. Wo soll ich da anfangen, Mann? Guck mal einfach, wie lang der Gang hinter dir ist. Hey, ich sag dir, ich bin froh, wenn ich hier ein oder zwei Leute finde. Ich kann nicht mehr, mir ist so heiß. Ich guck die ganze Zeit schon Serie. Ich will einfach hier raus, wirklich. So. Hier sind die gerade lang gelaufen und ich glaube, so schnell laufen die nicht nochmal hier lang. Ich glaube, ich setze mich einfach so als Manneke hin und checken mich eh nicht. Wir sind irgendwo da hinten und finden, glaube ich, gleich einen Fischer. Ich glaube, so ganz am Ende, so in die hinterste Ecke, ist schon gut. Ich glaube, ich gehe einfach nach ganz hinten durch, irgendwo in irgendeine Ecke. Hier. Ja, pass auf. Mal Spiegelschrank, man denkt doch nicht mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Digga, kann nicht sein, Digga. Ich bin der Erste. Digga, kann doch nicht sein. Was? Ich hab nicht mal gedacht, dass das Schrank ist wegen dem Spiegel. Ich hab das jetzt hier so positioniert. Und ich tauche jetzt ab unter das Bett. Jetzt haben wir auch mal unser Versteck nach 20 Minuten. Okay, ey Junge, jetzt hab ich ja voll Motivation. Ja, jetzt hab ich auch Motivation. Ich dachte, das ist unmöglich. Ich dachte auch. So, da läuft der Fischer. Wurde der erwischt? So, Kollege, 10 Minuten schon vergangen. Bin schon komplett eingestaubt hier. Kopf tut auch schon weh. Hard times. Hier ist sogar ein Ball. Und für Tom Basketball. Jetzt heißt es abwarten. Guck mal, wir sind nicht mal wieder da, Digga. Was? Das ist nicht mal die Hälfte? Wir haben nicht mal die Hälfte von einer Etage. Dann war was ziemlich kaputt. Also entweder hinten einer zu oder ach so. Von der Seite. Wow. Jemand hält ihn zu. Ich will gucken, wo die sind. Aber damit riskiere ich wieder, dass ich erwischt werde. Hallo, kommen Sie raus? Bruder, ich gucke hier nur in Schränke rein, ey. Ich weiß nicht, ob ich das nicht zu offensichtlich gemacht habe, indem ich das da vorgestellt habe. Oh, guck mal, Spiegelschrank. Spiegelschrank lieben die Leute, ne? Nope. Ja. Da laufen die Ganoven rum. Nach 20 Minuten immer noch auf der zweiten Etage. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was für eine Hitze hier ist. Ich tropfe. Keine Ahnung warum, weil er so eng ist? Weiß ich nicht. Weil ich dick bin? Kann sein. Ach, du Heilige, mein Kopf explodiert. Jetzt, wie viel haben wir denn noch? 6 Minuten, dann ist eine halbe Stunde rum. Man kann auch mal von hier so ein bisschen gucken, weißt du? Vielleicht bewegt sich gerade hier einer. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr hier jemanden seht. Vielleicht übersehen wir ja jemanden. Bei Box der Champions, da könnte auch oben wieder irgendwo einer drauf liegen. So, wir fahren jetzt eine weiter runter auf Etage Nummer 1. Auf der 2 haben wir immerhin einen gefunden. Ich wette, da ist noch irgendwo einer. Ich hätte mir mal so Snacks und sowas einpacken sollen. Und vor allem mit Pampers. Ich muss auch noch mal pissen. Ich meine, habe ich einen Basketball. Das sieht richtig aus.
Boah, schon so ein bisschen auf, ne? Ich dachte, Alter. Die Schränke sind jetzt voll das Ding geworden, ne? Aber ich sag dir, sind wenige in den Schränken. So, Kollegas, die Mitarbeiter waren so nett und haben mir noch so ein Kissen gegeben. Jetzt kann ich schön liegen und ganz eben, der Holzi müsste sich jetzt wieder auf dieser Etage befinden. Ich hab den eben noch kurz gesehen, aber der ist irgendwo da irgendwo hochgelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo der Kollege ist. Also Freunde, es ist einfach viel zu groß. Wir werden jetzt eine Etage sperren und zwar das Erdgeschoss, weil das ist so verwinkelt, da waren wir noch gar nicht. Das sperren wir jetzt. Das heißt, alle, die da jetzt sind, müssen sich ein anderes Versteck auf Etage 1 oder 2 suchen. Dafür haben die Jungs jetzt 5 Minuten Zeit und das muss ich dir mal kurz mitteilen. Sehr gut, dass ich kein Internet habe. So, weil mir unnormal warm ist, mache ich ein bisschen hier Luft, indem ich einfach ein bisschen hoch mache. Diese frische Luft ist einfach geil. Oh mein Gott. Das hat sich gerade einfach bewegt. Das hat sich gerade bewegt. Warum hat sich das gerade bewegt? Ich höre heute einfach. Boah, lassen wir jetzt wieder richtig glücklich hier aus, ne? Und da muss ich sagen, oh, ja, das könnte ich mir vorstellen zu kaufen. Holz liegt auf mir. Was meinst du, Sibylle? Ist das ein schönes... Oh. Ja, also da ist doch irgendwas drunter. Warte mal, das hat sich legit eben bewegt. Was? Hä? Da ist niemand. Da! Ist da was? Oh mein Gott. Boah. Junge, wollt ihr mich umbringen? Ja, aber krankes Versteck. Das Versteck, da ist ein Bettkasten. Da stehen doch die Kollegen. Oh mein Gott, der arme Eren. Der Erenmann wurde gefunden. Auf der ersten Etage. Das Ding ist, die Nachricht ging erst jetzt durch. Wir haben eben noch den Ehren kurz vorher gefunden. Jetzt haben die Jungs die 5 Minuten Zeit, um das Erdgeschoss zu verlassen. So, deswegen warten wir kurz und gleich geht's dann weiter. Oh shit, eine halbe Stunde ist rum, die Hälfte ist geschafft. Und Holz hat ein Perk aktiviert. Und zwar hat er gerade in unsere Gruppe geschrieben, dass das Erdgeschoss geschlossen wird. Zum Glück bin ich auf der ersten Etage. Es geht wieder los, die 5 Minuten sind um. Wir haben jetzt noch 28 Minuten auf der Uhr für 5 Leute. Der Eren, Mann. Eren. Ihr wisst nicht, wenn da einfach steht. Einfach Publito. So, das Erdgeschoss ist jetzt offiziell zu, nach einer halben Stunde. Ich bleibe hier gemütlich auf meiner zweiten Etage und mittlerweile sind so viele Leute hier, dass ich glaube ich unter den ganzen Passanten auch nicht mehr auffalle. Ach du Scheiße. Ah, lass ihn auf, Alter. Scheiße. So habe ich auch die meisten Jahre meiner Kindheit verbracht. Unterm Bett. Von Mädels. Hey. Das ist so riesig hier. Wie haben wir überhaupt 2 Leute gefunden? Der läuft hier rum. Der läuft gerade in der Nähe rum. Kann man das so verschieben? Nun halt die Augen auf, der. Er hat sich gefragt, ob man dieses Bett verschieben kann. Ich glaube, der ist hier. Ich glaube, der ist hier. Boah, das ist cool. Guck mal, die Schränke, die linken. Da ist fett. Hat einer davor gelegt und sich dann unter das Bett gelegt. Ne? Ah! Jawohl! Jawohl! Oh. Nein! Oh mein Gott, 2 die sogar. Ich kann endlich kacken gehen. Es war doch zu auffällig mit diesen Dingern. Aber... jetzt kann ich mich endlich aufs Bett legen und mir in die Hose kacken. Ich dachte, wir finden keinen mehr, ich bin ehrlich. Kein mehr. Boah, Junge, ey, geh mal da rein. Digga. Ey, das wäre so krank. Die hätten sich das wär so krank. Die hätten sich alle 7 drin verstecken können. Oh, ist einer. Boris! Was? Boris, der versteckten King! Der versteckten King einfach hinterm Schrank! Oh, ja, sterbe! Wie das aussieht, Alter! Scheiße! So durchgeschnitten! Warst du die ganze Zeit hier oder bist du immer hochgegangen? Nee, ich war die ganze Zeit hier. Wir haben 4 jetzt gefunden. Falls ihr euch fragt, wer der Kollege ist, das ist einfach Pablito. Das ist einfach Pablito, der läuft hier so lang. Das ist geisteskrank. Der macht einfach einen auf NPC. Das ist beste Taktik überhaupt. So, wir machen jetzt noch die 2. Etage zu, und zwar der, auf der wir hier gerade sind, wo wir so viele Leute gefunden haben, weil hier gibt es so geisteskranke Verstecke. Ich glaube, sind noch ein paar. Deswegen müssen dann alle auf die 2, wo wir angefangen haben. Ich sag den Jungs einmal Bescheid. Ich muss raus aus diesem Versteck, weil die Etage jetzt gesperrt wird. Ich muss mir jetzt was anderes suchen. Digga, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Fuck. Junge, wo warst du? Aber crazy, jetzt muss ich mich auch noch neu verstecken. Da habe ich schon so ein stabiles Versteck am Rad. Abo,
Der Mo und der Meli da hinten. Was machen die da? Oh shit. Die erste Etage wird jetzt zugemacht und ich habe gerade Meli und Mo gesehen. Die sind schon auf die zweite gekommen. Es sind mittlerweile 50 Minuten um. Und ja, jetzt kommt, glaube ich, die letzte Etappe. Alle auf die zweite Etage und jetzt muss ich aufpassen, wo die herkommen und dass ich nicht erwischt werde. Wie bitte? Wie Spiel? Verstecken? Hammer hat gefragt, was ich hier mache. Hab ich ja gesagt, Spiel verstecken. Ich stelle mich jetzt da rein in den Schrank. Ich finde ehrlich gesagt nichts Besseres. Keine Ahnung. Das ist eigentlich so ein Lelek-Versteck, wirklich, ne? Aber ich mach's. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll. Ich verstecke mich jetzt einfach hier rein. Es geht weiter, Zeit läuft. Die Jungs sind umgezogen. Wir müssen ganz schnell hoch jetzt auch in die zweite kommen. So, Kollegas, ich bin in meinem schönen kleinen Versteck. Ja, ist auf jeden Fall nicht so staubig wie eben, aber kann man machen. So, Holz, die verstehen. Und der Tom ist auch da. Die Frage ist, fangen wir auf der Seite ganz hinten in der Ecke an oder auf der? Also die Jungs sind auf jeden Fall da am Joggen. Hier. Hä? In die falsche Richtung, ne? Das war nicht hier. Nein, nein, weiter. Ach so. Bruder, die Kollegas gerade genau hier vorbeigegangen, um zu Fischers Versteck zu gehen. Keine Ahnung, wo der war, aber... Wir sind direkt hier vorbeigegangen, ich dachte jetzt vorbei. Holzi und Tom sind gerade genau dahin gelaufen, wo Meli und Mo hingelaufen sind. Und ich glaube, das ist dann in der Ecke, wo Fischer sich versteckt hat. So, Leute, da ist der Schrank wieder. Fischer sein Schrank. Das wär's jetzt. Ja, sind's two in a row. Nein, das ist ja so lustig gewesen. Ich bin am Schwitzen, Junge, als wäre ich gerade am Fußball spielen. 2,5 Minuten. Oh. Ich hab nicht gedacht, dass es oben Rauch aufgeht. Wie geht er auf? In diesen Ecken. Fuck! Schnell weiter! Schlag! Das gibt's doch nicht, 1,5 Minuten! Ich musste nur noch 1,5 Minuten überleben! Hier, der ist gut! Nein, der ist nicht gut! 26 Sekunden! Nein! Ja, Kollege, das sieht so aus, als ob ich diese Wind geholt hätte. Kann man machen. Was ist direkt da? Ist er direkt? Hey, Bro, guck da! Das ist die Mitte! Ah, der ist verkleidet! Hey, Fabrizio, was ist das denn, Digga? Bruder, was ist das denn? GG, Alter. Das ist krank. Also, das ist wirklich Next Level, Alter. Kann gut sein, dass wir ein paar Mal an dem vorbeigelaufen sind. Ich hätte es safe nicht gecheckt, Digga. Ach du Scheiße, das ist wirklich das GG, Digga. Das ist krank. Guck mal, mein Kopf tut weh, guck mal, wegen dieser Dings. Wegen diesem Knopf hier, Alter. Also, Mo meinte, der wäre hier irgendwo in der Nähe. Hätte sich versteckt, sind wir wahrscheinlich genau dran vorbeigelaufen, weil wir nur diesen Blick für Fischer seinen Schrank hatten. Wir sind eben da vorbeigelaufen. Zeig mal. Boah, wie dreckig der ist. Guck mal, wie dreckig der ist. Das war versteckt. Wie seid ihr vorbeigelaufen? Ja, passiert, Alter. Ja, GG an die Jungs. Danke an Höfner auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir nicht alle gefunden haben. Aber für mich Sieger des Tages auf jeden Fall. Mo, du auch, aber Fabrizio, das war geisteskrank, Alter. Respekt, Junge. Dankeschön. Ich hab dir wahrscheinlich 6 Mal in die Augen geguckt und trotzdem nicht gecheckt, Digga. NPC-Taktik. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Haut rein, Leute.